Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Let's Play Saw. Das letzte Mal haben wir hier an dieser Stelle Schluss gemacht. Für die, die es nicht mehr wissen, da ist der Kerl, den wir verkloppt haben, damit wir den Schlüssel bekommen. Ansonsten hätte der uns nämlich zu Brei geschlagen und wäre dann wahrscheinlich auch wie der Kerl, der da hinten erschossen liegt, von Jigsaw verarscht worden. So, mal schauen, was uns jetzt hier alles erwartet. Also es ist immer noch Schrotflintentür. Jigsaw hat einige Türen in der Anstalt mit Sprengfallen versehen. Drücken Sie schnell die entsprechende Taste, wenn sich der Pin bewegt. Drücken Sie die falsche Taste oder sind Sie zu spät dran, müssen Sie mit einer Schrotflintenladen rechnen. Okay. Jop, da war die 3. Ha, das ging ja eigentlich recht schnell. Ja. Ja, das Ziel ist es. Na, einige verschlossene Türen können mit Objekten, die sie finden, geknackt werden. Das Ziel ist es halt, diese Patientin da zu retten, die wir vorhin gefunden haben. Oh, wir brauchen einen Nagel, um das Schloss zu knacken. Oh, was haben wir hier? Bandagen. Einige Gesundheitsobjekte kommen sofort zum Einsatz, wenn Tab sie aufhebt, können nicht wie Gesundheitshypos in seinem Inventar abgelegt werden. Die Gesundheitshypos, davon hatten wir das letzte Mal schon eins gefunden. So, haben wir hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay, machen wir mal die Tür hier auf. Oh, shit. Jetzt gibt's einen Backflash. Anscheinend. Ich habe die Kugel entfernt, aber einen Schlüssel in dir festgenäht. Okay, also hier steht: Tab is the key to your survival. Also, ja, dass hier der Cop sie aus der Anstalt hier rausbringt. Jigsaw-Notiz. Offenbar warst du nachlässig und wurdest angeschossen. Ich habe deine Wunden geflickt, du wirst überleben. Während der Operation habe ich die Gelegenheit genutzt und einen Schlüssel in deinen Körper versteckt. Für dich ist er nutzlos, aber nicht für die anderen hier. Überlebe. Ich bezweifle, dass irgendjemand die chirurgischen Kenntnisse besitzt, um den Schlüssel aus dir rauszuholen, ohne dich dabei umzubringen. Hm, das klingt ja schon mal sehr gut. Nagel. Ja, gut. Den Nagel haben wir gefunden. Schauen wir mal. Einige der Türen sind mit zu knackenden Puzzles versehen. Um das Puzzle zu lösen, müssen Sie jedes Stück so drehen, dass es zu dem Symbol entlang des inneren Rings der Kammer passt. Wenn alle Symbole entlang des inneren Rings ausgerichtet sind, öffnet sich die Tür. Ja, probieren wir es mal. Zuhaltung wählen. Okay. 1 und 3 kann man drehen. Gut. Dreh ich mal. Oh, verdammt. Höh, das sind ja jetzt ganz andere Symbole. Na gut. Dreh ich das mal so. Das dreh ich mal so. Das lasse ich so. Das so. Und das so. Ha! Geschafft. Tür ist offen. Cool. Okay. Retten Sie vor aus dem OP-Saal. Finden Sie einen Weg, die Haupteingangstür zu öffnen. Ja, brauchen wir wieder einen Schlüssel. Das heißt, da kommt wahrscheinlich gleich wieder einer auf uns. Wow. Auch nicht schlecht. Tonband. Lesen wir erstmal hier die Fallakte. Chirurgische Prozesse. Hinsichtlich der chirurgischen Prozeduren in der Whitehurst-Anstalt. Wählen Sie die Patienten gut aus. Ein Patient mit Bisswunden ist nicht so wichtig wie einer, der sofort eine Appendektomie benötigt. Bei Wiederholungstätern können Patienten mit Bisswunden auch so lange ignoriert werden, bis eine größere Operation vonnöten ist. Sterilisieren Sie stets Ihre Ausrüstung. Studien belegen, dass nach Operationen in steriler Umgebung keine hohen Antibiotikadosen benötigt werden. Und Antibiotika sind teuer.
Verwenden Sie Opiate nur bei Patienten, die diese auch benötigen. Einige Patienten mit mentalen Krankheiten reagieren überhaupt nicht auf Schmerzen, was sie zu ihrem Vorteil nutzen können. Gut. Hier hinten ist recht. Da ist eine verschlossene Tür. Nehmen wir mal das Tonband. Nicht alle wehren sich so wie du gegen meine Spiele, Detective. Manche suchen den Sinn und wollen getestet werden. Andere erschaffen sogar eigene Tests. Okay, das ist dann doch echt creepy, wenn die ihre eigenen Tests erschaffen. Operating Rooms, gehen wir mal hier längs. Tür von der anderen Seite verriegelt, ja, Scheißendreck. Tagebuchseite eines Kindes. Mein Name ist Rose, ich bin 8 Jahre alt. Meine Mami sagt, ich habe Kinderlähmung. Das ist schlimm. Bei mir ist das noch schlimmer als bei Onkel Jack. Er kann immer noch laufen, auch wenn er stets aussieht, als wäre er betrunken. Daher bin ich jetzt in dieser Maschine. Sie atmet für mich. Daher nennt man sie eiserne Lunge. Die Krankenschwester sagt, sie schreibt alles auf, was ich sage, damit ich mein Tagebuch nicht vergisst. Damit mich mein Tagebuch nicht vergisst. Sie ist meine einzige Freundin. Also, ist doch echt traurig, ja. Kleines Kindchen. Und das ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, so eine eiserne Lunge. Da sind ein paar Tote drin. Und hinten gibt's nichts. Kleines Feuerzeug auch wieder ausschalten. Kaputtes Pissoir. Das Licht mal an. Gut, hier ist nix. Hier auch nix. Irgendwo muss hier doch so ein Schlüssel sein. Mhm. Oh, oh, oh. Ah, verdammt, da habe ich den falschen Knopf gedrückt. Sie sind tot. Ja, erneut versuchen. Ja, das habe ich jetzt auch, wenn man Geräusche hat, so schnell wie möglich reagiert. Gut, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, die Fallakten werde ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Die haben wir gerade eben erst gesehen. Moment mal, hier war doch gerade irgendwas. Eiserne Lunge untersuchen. Okay. Wow, creepy Flashback und so, keine Ahnung, was das jetzt war. Ja, Tür öffnen, 4. Gut. Mann, 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 Mann. The key to the survival lies within. Ja, der Schlüssel zum Überleben liegt im Inneren. Mal kurz Licht an. Das ist nochmal so eine eiserne Lunge. Zerbrechliche Wände. Einige Wände in der Anstalt sind baufällig und schwach. Reißen Sie sie ein, um einen neuen Weg freizulegen. Ja, diese Wand sah mir auch so aus. Sicherungskasten. Ah, erstmal nicht. Erstmal hier Fallakte. Whitehurst Memo. Whitehurst Memo, 15. Dezember 1987. Einigen ist gewiss aufgefallen, dass sich die Mauern in einigen Bereichen verzogen haben und in anderen stark einsturzgefährdet sind. Bitte verlegen Sie alle gewalttätigen Patienten aus diesen Zimmern, damit sie diese Mauern nicht einreißen und auf diese Weise fliehen können. Der Bauleiter, mit dem ich heute Morgen gesprochen habe, hat mir versichert, dass dies nur aufgrund des sich setzenden Fundaments geschieht. Ich hoffe, das ist bald vorüber. Daniel Whitehurst, MD. Gut, Das ist nur die Frage. Ah, okay. Einfach drauf einprügeln. Das Feuerloch in der Wand hindurchquetschen. Nein, weil nicht wirklich ein Quetschen. Schrank. Sicherung. Ja, nehmen wir mal mit. Die Tür ist verschlossen. Nochmal hier durch. Ich denke mal, dann können wir hier auch die Sicherung installieren. So.
Das sind vier Leichen, bereit zum Aufschneiden. Nur eine enthält die Mittel zum Weitermachen. Aber das Messer könnte dich verraten. Wähle weise. Okay. Das Messer könnte mich verraten. Nehme ich mal das Tonband. Detective Tab wird bald hier sein. Tu, was ich sage und platziere das, was er zum Weitermachen braucht, in der richtigen Leiche. Aber sei bereit, falls der Detective die falsche durchsucht. Jim Orman. Marvin Johnson, also das sagt mir jetzt alles irgendwie nichts. Tom Robinson. Arnie Faulkner, ja. Das Messer könnte mich verraten, hieß es gerade. Probier es einfach mal hier. Schlüssel gefunden. Nein, nein, nicht schon wieder. Ich habe deinen Test doch schon bestanden. Du hast deine Lektion nicht gelernt. Es tut mir leid, okay? Ich konnte nichts dagegen tun. Doch, das konntest du. Du hast zugelassen, dass dich deine Sucht immer wieder übermannt. Okay. Gut. Türen verriegeln. Sie können eigene Türen durchdrücken von drei verriegeln. So verhindern Sie, dass die meisten Ihrer Feinde diese Tür öffnen. So, jetzt muss ich nur schauen. Operation? Nee. Ja. Hauptflur. Retten Sie die Frau aus dem OP-Saal. Ja, das ist jetzt unser nächstes. Well, der hat eine Bärenfalle um der... Autsch! Ich glaube, der wollte uns töten. Balancebalken. Einige Wege durch die Anstalt sind sehr gefährlich, sind gefährlicher als andere. Mit der Maus überwinden Sie diese Gefahr und mit WASD balancieren Sie. Okay, mal schauen, ob wir hier sonst noch irgendwas haben. Well. Okay, das war jetzt nix. Erneut versuchen. Fängt der Kragen an zu blinken? Ist ein weiterer Kragen in der Nähe? Gut. Ja, das haben wir schon gelesen. Tür entriegeln, Tür öffnen. Und jetzt war's, glaube ich. Nein, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Ja, hier lang. So, das Ganze nochmal. Der Kerl guckt uns jetzt so ein bisschen Psycho an, will uns fangen und ist tot. Ja, mal schauen. Also, ich krieg das gerade mit dem Touchpad nicht hin. Muss ich mal kurz meine externe Maus ranschalten. Kleinen Moment. Na, mal schauen, ob es jetzt ein bisschen besser funktioniert. Ja, bla bla, Tür entriegeln, Tür öffnen und jetzt hier längs, stoppt die da. Ja, Hauptflur, bla, Tür öffnen. So, jetzt aber. Jo, wir haben es verstanden, du bist ein ganz cooler Psychokiller, willst mit uns umbringen und bist selber tot.
Nein, nein. Ah, verdammte Axt, das gibt's doch nicht. Ja, laden. Lassen wir das Ganze nochmal laden. So, probieren wir es nochmal. Bevor ich jetzt den restlichen Part aber damit verschwende, dass wir die ganze Zeit rumsterben, werde ich weitere gescheiterte Versuche dann einfach rausschneiden. So. Tür öffnen, aufmachen, Psychokiller, der wieder auf uns zugerannt kommt. Und er ist tot. So, geschafft. Gut. Was uns jetzt alles nach dieser Kletter- bzw. Balance-Party erwartet, muss ich leider im nächsten Teil zeigen, weil unsere Zeit auch schon wieder rum ist. Ich hoffe, ihr schaltet den auch wieder ein. Bis dann.